Think Global, Drink Local. Unter diesem Motto schauen wir heute mal wieder in den 10. Wiener Gemeindebezirk. Da kommt Schnauzer und Biegel mit dem Smoking Breaks Witt daher. Wie das schmeckt, darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Ja, super, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir schauen heute mal wieder nach Wien 10 in den 10. Gemeindebezirk zu Schnauzer und Biegel Brewing. Eine kleine Brauerei, die mit wirklich Small Batches, wie sie selber schreiben, richtig tolle Biere machen. Und mit dem Smoking Breaks kommt heute ein belgisches White Ale bzw. ein Witbier auf den Kanal. Und ganz stiltypisch ist das gebraut mit Koriander und Orangenschalen. Und jetzt müssen die Smoking Breaks noch irgendwie herkommen. Das riecht meistens ein bisschen verbrannt und das kommt in Form von Eichenrauchmalz da rein. Was sonst noch so drin ist, das klären wir gleich, wenn ich das Bier für euch öffne. Es ist in der Zeit immer leichter geworden. Ich habe mal geschaut, im Internet gibt es Reports, da wurde es mit 6,1 Volumenprozent gebraut. Dann mit 6,0 habe ich was gefunden, auf der Flasche steht 5,9. Also es geht abwärts mit dem Witt. Es ist Pilsnermalz, Weizenflocken, Weizenmalz und eben das Eichenrauchmalz. Und in dem Fall ist es auch Weizenmalz, das da verwendet worden ist. Hopfen ist Nugget und Sarzer. Und wir haben ja mal was ganz Ordentliches in Sachen Schaumbildung. Da ist richtig was los, auch schöner Bodensatz, den wir noch hier aufschwenken können, denn wir wissen ja, belgische Hefe, die wollen wir nicht verlieren. Der Schaum ist relativ grobporig. Da kommt richtig noch was mit. Hallo. Hobbybrauer wissen, von was ich rede. Da ist ordentlich was am Start. So, eine gelbe, orangene, getrübte Farbe. Eine relativ intensive, aber doch sehr grobporige Schaumkrone, die, so mittlere Stabilität aufweist. Dann schauen wir mal. Oh. Ja, da ist Koriander am Start. Ui, meine Nase ist abgekriegt. Leicht würzig. Schöne, erdige Töne auch. Und man hat, das ist hinten, ganz im Hintergrund ist ein bisschen, da ist schon so der erste Raucheindruck. Riecht zum Glück nicht nach heißen Bremsen, sondern nach schönem Rauch in diesem Sinne. Cheers! Oh. Also, das ist dann schon mal, geht ordentlich vorwärts. Es ist viel Koriander, es ist sehr würzig und schöne, leichte Säure, belgische, fruchtige Hefe. Und das macht richtig Lust, dieses Bier. Und dann kommt auf einmal eine ich würde sagen, nicht mal sehr subtile Rauchnote rein. Und das passt lustigerweise. Ich habe mir echt gerade überlegt, wie wird das schmecken? Passt das? Geht das? Ja, das funktioniert gut. Es hat ein schön sanftes Mundgefühl. Schöner mittlerer Körper, richtig intensive, spritzige Kohlensäure, ein bisschen gröber gehalten auch. Vielleicht nicht ganz so cremig auch der Schaum wie bei einem Weißbier, das habt ihr ja auch jetzt oben gesehen. Aber jetzt ist der Schaum tatsächlich ein bisschen feiner geworden. Aber wie gesagt, immer noch intensive Karbonisierung, frisch. Grundsätzlich sehr süffig, sowohl das Rauchige als auch die doch kräftige Perlage. Reduziert dann so ein bisschen oder erhöht ein bisschen den Trinkwiderstand, dass ich es nicht gleich in einem Zug austrinke. Aber ansonsten hat es wirklich gute Trinkbarkeit. Man muss Rauchbiere mögen. Aber wenn man es mag, ist es geil. Schönes Weißbier. Auch die Orangennoten, die Orangenschalen perfekt damit drin. Und hinten im Nachklang, das unterscheidet es vielleicht auch ein bisschen von einem Weißbier, kommt ein bisschen bitterer auf. Erdige Töne bleiben und haben wir diese kräftige orangige Fruchtnote, Gott, das will, was erzähle ich denn heute, kommt dann hinten im Nachdruck. Ich finde es,
ich muss sagen, ein sehr gelungenes Bier. Schnauzer und Beagle, Smoking Breaks von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für die heißen Bremsen. Das Witbier aus dem Hause Schnauzer und Beagle. Und es gibt ja immer irgendein Witbier. Man muss mal einfach bei denen auf die Homepage schauen. Es ist immer irgendein Witbier da oder auch unterschiedliche gleichzeitig. Also das ist offensichtlich ein Bierstil, der denen auch richtig gut taugt. Und offensichtlich sieht das auch ganz gut beherrschen. Dann sei euch noch ans Herz gelegt, wenn ihr die Biere trinken kosten wollt, entweder der Online-Shop, beziehungsweise die haben donnerstags, glaube ich, geöffnet. Schaut mal bei Facebook vorbei, beziehungsweise bei denen auf die Homepage. Schnauzer und Beagle Brewing in Wien, könnt ihr nicht verpassen und unterstützt ein kleines Unternehmen. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.